Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frische Filme hier bei Fred Carpet. Diese Woche haben wir endlich mal wieder einige große Filmstarts anzukündigen. Ich möchte aber trotzdem mit einem sehr kleinen anfangen, nämlich mit Jonathan, in dem Ansel Elgort in einer Doppelrolle brilliert. Das ist aber auch schon so ziemlich das Einzige, was man über den Film irgendwie an positiven Dingen sagen kann. Genaueres sage ich euch aber nach dem Trailer. Wie läuft es zwischen dir und John? Hi. Die Arbeit war gut. Aber ich habe mich in letzter Zeit etwas müde gefühlt. Du auch? Ihr habt ereignisreiche Leben. Es ist natürlich. Mach dir keine Sorgen. Jetzt, wo du es sagst. Ich bin auch total müde. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, sicher. Jonathan von Bill Oliver lief bereits vor einigen Jahren beim Fantasy Filmfest und kommt jetzt mit einiger Verspätung regulär in die deutschen Kinos, wobei regulär wahrscheinlich nur nicht so zu verstehen ist, wie man es von anderen Kinostarts kennt. Jonathan wird mit relativ kleiner Kopienanzahl in die Kinos gehen und sich wahrscheinlich auch nur über eine bestimmte Sache vermarkten lassen, nämlich darüber, dass Ansel Elgort, den man unter anderem aus Baby Driver und vor allem Das Schicksal ist ein mieser Verräter kennt, mit ihm eben werben kann, weil er in Jonathan die Hauptrolle spielt, und zwar in doppelter Ausführung. Er spielt Jonathan und John, ein Brüderpaar, die sich allerdings einen Körper teilen. Das bedeutet, wenn der eine schläft, kann der andere über den Körper, den sich eben beide teilen, verfügen, und mit Hilfe eines Timesplitters, der beiden hinters Ohr transplantiert ist, können sie eben jeweils ihren Aufenthalt im Körper wechseln. Soweit so eigentlich interessant. Das Problem ist nur, dass der Film die ganze Zeit über nie so richtig aus dem Quark kommt. Das beginnt schon dabei, dass Ansel Elgort eigentlich eine wirklich starke, sehr melancholische Performance hier abliefert. Problem ist nur, er soll eine Doppelrolle verkörpern. Diese Doppelrolle ist aber darauf angelegt, dass beide, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, ja die ganze Zeit nur eine Persönlichkeit verkörpern sollen. Das heißt, er ist zwar zwei Personen, diese beiden Personen sind aber so darauf erpicht, dass das nicht auffällt, dass er eigentlich nur eine Rolle verkörpert. Das heißt, würden sie nicht jeweils immer darüber reden, wer gerade wer ist, würde man gar nicht wirklich mitbekommen, dass er tatsächlich eine Doppelrolle spielt. Interessant ist dafür die Idee, weil an sich mag ich die Prämisse von eben zwei Brüdern, die sich mögen, die sich aber hier eben einen Körper teilen müssen und worüber sich so nach und nach Konflikte ergeben. Ist an sich nicht neu, weil wenn man überlegt, wenn man so ein bisschen zurückgeht in der Filmgeschichte, dann hat man so ähnliche Geschichten schon längst irgendwie erkannt. Je mehr sich Leute versuchen oder je mehr Figuren irgendwie versuchen, sagen wir so, eine Figur hat im Inneren zwei verschiedene Persönlichkeiten und natürlich versucht irgendwann eine Persönlichkeit die andere zu übertrumpfen. Das meine ich mit dieser Grundidee. Was mir aber gefällt, ist, dass man nie so richtig dass man den Konflikt nie so hysterisch versucht zu lösen. Das heißt, man hat halt zwei Figuren, die irgendwann einen Konflikt haben, aber es geht nie so richtig dazu über, dass wirklich versucht, die eine Persönlichkeit die andere auszustechen, so viel kann ich verraten, sondern es geht eher so über die psychologische Komponente, also indem sich beide versuchen zu arrangieren, aber irgendwann merken, dass sie es nicht schaffen. Gleichzeitig, was auch noch nett ist, der Film ist sehr, sehr elegant inszeniert, aber es unterstreicht, auch inszenatorisch unterstreicht, oder die Inszenierung unterstreicht auch irgendwie die Trägheit, weil der Film kommt aus dieser Trägheit irgendwie nicht heraus. Man denkt die ganze Zeit so, jetzt komm mal zum Punkt, aber irgendwie tut er das nicht. Das ist in gewisser Weise Understatement, gerade so im Hinblick auf das Ende. Wie gesagt, man darf hier jetzt nicht großartig das große Science-Fiction-Epos erwarten, das bekommt man hier nicht. Aber er bleibt eben so in seinem Understatement, in seiner sehr ruhigen Erzählung und lässt das auch zum Ende hin auslaufen, ohne jetzt diesen großen Knall zu forcieren. An sich eine nette Idee, aber dieses nicht aus dem Quark kommen ist hier eher kontraproduktiv, weil man die ganze Zeit denkt, nun lass mal was passieren. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Jonathan nicht so der große, also es wird er groß oder so nicht, er wird nicht der große Crowdpleaser, aber ich glaube auch Leute, die sehr genreaffin sind, die werden sich denken, irgendwie haben wir alles schon mal gesehen, und das, was mir Bill Oliver hier zeigt, der Regisseur,
das haut mich nicht vom Hocker. Und ich glaube, dieses nicht vom Hocker hauen ist eigentlich das perfekte Wort, um Jonathan irgendwie zu beschreiben. Wie gesagt, er sieht nett aus. Ansel Elgort gibt sich wirklich Mühe, hat aber letzten Endes gar nicht so wirklich die Möglichkeit, hier dieses Besondere der Doppelrolle auszuspielen, weil die Rolle eben darauf angelegt ist, dass man gar nicht erkennt, dass es eine Doppelrolle ist. Wir haben in Nebenrollen unter anderem Suki Waterhouse, die eine Bardame spielt, die ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es John oder Jonathan ist. Jedenfalls verliebt sich irgendwann einer von den beiden in sie und so bricht der ganze Konflikt eben auf. Alles irgendwie ganz nett, alles irgendwie okay, aber letzten Endes hat sich irgendwie schon vorab angekündigt, weshalb der Film so lange nach dem Fantasy-Filmfest irgendwie darauf gewartet hat, dass er überhaupt ins Kino kommt. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Jonathan ist irgendwie dafür prädestiniert, dass er nur ins Heimkino kommt. Vielleicht auf Netflix. Ich glaube, da wäre er besser aufgehoben als im Kino. So glaube ich nicht daran, dass man sich am Ende des Jahres irgendwie nochmal an Jonathan erinnert wird. Vielleicht für Ansel Elgort-Fans. Ansonsten gibt es diese Woche gerade für Genre-Fans, wenn auch ein etwas anderes Kaliber, das ist deutlich besseres im Kino zu sehen. Deshalb von Jonathan für mich dieses Mal nicht wirklich eine Empfehlung. Was ist hier los? Ich mag es nicht, wenn ihr zwei euch nicht versteht. Das ist gefährlich. Du weißt, wie ernst die Sache ist. Du musst dich darum kümmern. Ich dachte, du gedeihst. Aber ich lag falsch. Ich muss dir etwas sagen. Ich liebe sie. Kommen wir von dem einen jungen Mann, Jonathan, zum nächsten jungen Mann, nämlich Aladdin. Und interessant wird es, dass der dritte Film auch einen männlichen Namen trägt. Aber die Disney-Verfilmung kommt als erstes dran, mehr zur Realverfilmung des Meisterwerks von 1992, seht ihr jetzt im durchaus umstrittenen Trailer. Das ist eine einmalige Gelegenheit für dich. Ich vermag dich reich zu machen. Reich genug, um eine Prinzessin zu beeindrucken. Was muss ich dafür tun? Es gibt eine Wunderhöhle. Bring mir die Lampe. O Meister, der mich rief herbei, ich halte mich an meinen Schwur. Der Wünsche habt ihr derer drei. Kleiner Scherz, schau her. Weshalb habe ich vor dem Trailer umstritten gesagt? Deshalb, weil als die Trailer rauskamen, vor allen Dingen alles das Hauptaugenmerk von allen Leuten auf der Verkörperung des Genie, gespielt von Will Smith, lag und die Leute sich anhand des kurzen Bildmaterials nicht vorstellen konnten, dass das irgendwie funktioniert, denn diese zwei, drei Ausschnitte des CGI-Genies waren nicht so wirklich überzeugend und jetzt ist es ironischerweise so, dass ausgerechnet Will Smith, eben der Genie, das einzig Überzeugende an Aladdin so richtig sind. Denn, das muss ich leider sagen, nicht nur im Vergleich zum Zeichentrick-Original von 1992, sondern einfach generell ist die Neuverfilmung von Aladdin leider sehr schwach geworden. Wie stehe ich generell zu der Neuverfilmung? Ganz einfach, wenn sie gut ist, ist sie gut. Und wenn nicht, dann nehme ich dieses generelle über einen Kamm scheren von allen, zu sagen, man braucht sie nicht. Ich glaube, darüber kann man diskutieren, bis man, keine Ahnung, wie wahrscheinlich ewig, man wird nie zu irgendeiner Lösung kommen. Ich denke mir einfach, man hat die Möglichkeit, wenn man einen Zeichentrickfilm hat und jetzt neue technische Möglichkeiten hat, dann sollte es okay sein, diese technischen Möglichkeiten irgendwie auszuschöpfen. Ich mochte die Schön und das Biest. Ich bin gespannt auf König der Löwen und war sehr angetan von The Jungle Book. Cinderella fand ich zum Beispiel nicht so richtig nötig. Und jetzt eben Aladdin aus meiner Sicht die schwächste von allen Realverfilmung, die jetzt so in den letzten Jahren von Disney rauskam. Ganz kurz, worum es geht, auch wenn wahrscheinlich alle wissen, worum es geht. Der Straßenjunge Aladdin verliebt sich in die Prinzessin und mit Hilfe eines Genies, eines Teppichs und eines Affen versucht er sie zu begeistern bzw. für sich zu gewinnen. Er hat drei Wünsche frei, als er von dem Genie aus der Wunderhöhle gerettet wird, wo er für den bösen Jafar eine Wunderlampe rausholen soll. Ihm das aber misslingt und als erster Wunsch, den er an den Genie richtet, ist es eben, er soll ihn zum Prinzen machen und in Gestalt dieses Prinzen versucht er eben die Prinzessin Jasmin zu überzeugen, die den ganzen Tag nur darauf wartet, dass der
Sultan sie mit einem Adeligen verheiratet. Das kennt man, das Original dauert, glaube ich, so um die 80 Minuten. Ich glaube, oder ein bisschen länger, so oder so. Die Realverfilmung dauert satte 2 Stunden und man merkt genau, weshalb er 2 Stunden dauert. Nämlich, man hat Füllmaterial noch und nöcher da reingepackt und letzten Endes, ja, auf der anderen Seite 10 eins zu eins kopiert. Was am Ende daraus geworden ist, ist nichts. Beziehungsweise nicht mehr als abgefilmtes Musical-Theater, bei dem ich nicht erkenne, wo da die Millionen Dollar reingeflossen sein sollen. Ein Guy Ritchie-Film ist der Film schon mal gar nicht. Guy Ritchie kennt man unter anderem von Codename Uncle zuletzt oder auch King Arthur. Man erkennt ihn vor allem so durch seinen sehr energetischen Schnitt, so durch sein Spiel mit Musik, mit Bildmontagen, mit verschiedener Bildaufteilung, halt einfach durch seine wahnsinnig dynamische Inszenierung. Das ist all das, was man an Aladdin vermisst, denn Aladdin ist nicht dynamisch, ist nicht experimentell, ist gar nichts. Wir fangen am Anfang an mit der typischen Szenerie auf diesem Markt, wo sich halt Aladdin irgendwie durchzuschlagen versucht als Straßenjunge mit seinem Affen-Abu. Sind teilweise Szenen 1:1 übernommen worden, gerade die Songs. Also wenn man eben das Zeichentrick-Original kennt, dann wird man hier sehr, sehr viele Schauplätze wiedererkennen. Sobald die Kamera mal nach oben schwenkt, hat man aber so den Eindruck, dass es alles irgendwie im Disneyland gedreht worden. Und das meine ich, geht's. Also wenn man im Disneyland ist, ist das fein. Und dann staunt man, ob der Detailverliebtheit. Wenn man das aber vergleicht mit einem Filmset, dann ist das nix. Also ich dachte mehrmals, die haben nie, also entweder man erkennt die Greenscreen-Arbeit oder man erkennt die Arbeit im Studio, aber so richtig das Gefühl, man ist an einem Filmset, hat man zu keinem Zeitpunkt. Geschweige denn, Quatsch, um Gottes Willen. Man hat die ganze Zeit den Eindruck, man ist an einem Filmset, man hat nie den Eindruck, man ist wirklich im Setting, man ist wirklich an irgendeiner Kulisse. Hinzu kommt die Songs, die neuen Arrangements. Da liegt die ganze Zeit ein und derselbe austauschbare Pop-Beat drunter. Es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, okay, ich kenne diesen Song aus dem Original und hier wird daraus aber irgendwie, es könnte auch eine Eurovision Song Contest Nummer sein, eine von 1000 in einem Jahrgang. Und da fehlt diese Magie und man erkennt nicht, man würde heutzutage niemals wieder dieses Gefühl haben, was damals das Zeichentrick-Original ausgelöst hat. Und ich weiß, es ist blöd, 1:1 die Neuauflage mit dem Zeichentrickfilm zu vergleichen, weil da wird nichts mehr ankommen. Es gibt diesen Film von damals und es gibt diesen Film von heute, aber man erkennt halt so sehr, wo sich wirklich am Zeichentrick-Original bedient wurde, und dann muss sich der Film halt eben das auch gefallen lassen. Komponist Alan Menken, der halt eben auch die Songs vom Original gemacht hat, hat jetzt auch die Songs vom Remake geschrieben. Und trotzdem fehlt die Magie, es fehlt diese Unaustauschbarkeit. Alles, was man hier hört, meint man irgendwie schon mal gehört zu haben. Der Song, der neu hinzugekommen ist, ist eine Ballade für Jasmin. Man hat das Gefühl, das soll alles wieder, man versucht wieder so einen Moment wie bei Let It Go zu kreieren. Es ist alles austauschbar. Ebenfalls austauschbar sind die Darsteller und das tut mir leid, weil ich mag so diesen Ansatz zu sagen, wir besetzen keine wirklich bekannten Leute, sondern wir bedienen uns an Leuten, die noch ganz neu sind, weil man sie eben noch nicht mit anderen Rollen so sehr in Verbindung bringt. Trotzdem ist der Einzige, den man eben schon kennt, nämlich Will Smith, der auch wirklich überzeugt, weil die beiden Damen und Herren, die hier Aladdin und Jasmin verkörpern, zwischen den beiden existiert überhaupt keine Chemie. Wenn man mir nicht die ganze Zeit präsentieren würde, das ist das Liebespaar dieses Films, ich würde nicht drauf kommen. Dabei spielt zum Beispiel Naomi Scott, die Darstellerin von Jasmin. Die spielt wirklich stark auf, die hat viel Elan, die ist wirklich voller Power. Das zeigt sie aber nicht in den Szenen mit Aladdin, sondern das kriegt man vor allem in den Szenen mit, wo sie eben alleine spielt. Dann hat man immer wieder Elemente, wo man merkt, okay, hier sollte der Film künstlich gestreckt werden, damit er auf eine Laufzeit von 2 Stunden kommt. Da spielt sich der Film so ein bisschen, ja, nicht in die Karten, weil ich denke, oder ich sehe diesen Film, er ist viel zu lang für ein junges Publikum, für ein erwachsenes Publikum, die eben noch das Original kennen, bietet der Film kaum was Neues. Und letzten Endes, das, was ich eigentlich am tragischsten finde, ist, dass man diesem Film sein riesiges Budget nicht ansieht. Weil das, was mir der Film zeigt, ist abgefilmtes Theater.
Ich sehe da keine Detailverliebtheit in den Kulissen. Ich sehe da keinen Aufwand in den Choreografien. Ich sehe einfach, diesem Film fehlt komplett von vorne bis hinten Energie. Und das zu sagen über einen Guy Ritchie-Film, finde ich wahnsinnig schade. Der Einzige, der wirklich viele Szenen rettet, ist Will Smith, weil der ein unglaubliches Comedy-Talent hat, weil der wahnsinnig viel mit seiner Mimik und seiner Gestik macht, weil der wirklich verinnerlicht hat, was den Genie damals ausgemacht hat. Und da muss man sagen, die Szenen mit Will Smith sind teilweise Comedy-Gold. Er hat vor allem im Mittelteil viele Szenen zusammen mit Aladdin. Und der Mittelteil ist auch wirklich das Beste. Das ist der Teil, wo sie gerade aus der Wunderhöhle rauskommen und sich nun Gedanken machen, wie es mit Jasmin weitergehen soll. Und das sind wirklich die starken Szenen. Die starken Szenen sind die mit dem Genie. Und das ist wirklich, ja, ironisch, wenn man halt wirklich so vor ein paar Monaten noch so das Gefühl hatte, alle Leute, die irgendwie in irgendeiner Form sich für Filme interessieren, die glauben, dass Aladdin an Will Smith, Schrägstrich, an der Neuausrichtung des Genie scheitern wird. Und nun ist es halt eben nicht so. Kleine Notiz am Rande. Der Darsteller von Jafar ist viel zu jung. Ich dachte die ganze Zeit während des Films, an Jasmins Stelle hätte ich ihn genommen. Seine Verkörperung des wirklich radikal Bösen ist nicht so böse, wie es hier sein müsste. Er sieht viel zu gut aus, er ist viel zu jung, er hat diese böse Macht nicht. Selbst wenn der Film am Ende in das Finale mündet, was man auch aus dem Original kennt, selbst da denke ich die ganze Zeit, er ist hier gar keinem überlegen. Der Film wirkt zwar durch seine Inszenierung düsterer als das Original, aber letzten Endes ist er viel zu zahnlos, um nochmal in irgendeiner Form dieses Gefühl des Kampfes zwischen Gut und Böse auszulösen. Das war sehr viel Kritik an Aladdin. Ich finde es schade. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich bin großer Guy Ritchie-Fan. Ich hatte wirklich meine Hoffnung in diesen Film gesetzt und bin am Ende aus Aladdin raus und dachte, nee, das war leider gar nichts. Was nicht bedeutet, dass Leute, die sich auf diesen Film freuen, den Film sehr, sehr gerne im Kino gucken dürfen. Denn wenn der Film irgendwo funktioniert, dann vermutlich noch auf der großen Leinwand. Aber so oder so kann ich leider nicht mehr viel Positives sagen. Deshalb ist hier an dieser Stelle Schluss. Zumindest mit dieser Review. Gleich kommen wir aber noch zum absoluten Highlight diese Woche. Und da werde ich mich dann wieder überschlagen vor Lob. Deshalb machen wir jetzt mit Aladdin erstmal fertig. Gleich kommt ein kurzer Blick auf einen Trailer diese Woche und auf die Kinocharts. Und dann geht es weiter mit John Wick 3 Parabellum. Augen auf, es kommt mehr. Gib es unendlich und es viel. wird immer besser. Und weil ich gerade so im Disney-Fieber bin, kommt an dieser Stelle ein Trailer, denn nachdem die Vorstellung des S-Kapitel 2-Trailers in der letzten Woche durchaus gut ankam, werde ich das ab jetzt immer so machen. Schauen wir uns auch diesmal wieder einen zweiten Teil an, beziehungsweise den Trailer zu einem zweiten Teil, denn es kam diese Woche der Trailer zu Maleficent 2 raus. Und was es damit auf sich hat, das seht ihr jetzt. Ich erinnere mich an die Geschichte einer dunklen Fee, die die Prinzessin dazu verfluchte, ewig zu schlafen. Die Geschichte wurde zur Legende. Und doch ist dies kein Märchen. Viele machen sich die Arglosen zu ihren Opfern. Das seht ihr doch sicherlich genauso. Wüsste ich es nicht besser, würde ich meinen, dass sie uns droht. Und tut ihr's? Tu ich was? Es besser wissen. Was hast du getan? Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt ein kleines eigenes Bild von Maleficent 2 machen. Ich bin kein Fan von Maleficent 1, aber das ist ja eigentlich für den zweiten Teil nur positiv, denn es kann nur besser werden.
Und apropos besser werden, ein Film diese Woche wird in den Kinocharts tatsächlich immer besser. Deshalb jetzt, wie immer, der kurze Blick auf die stärksten Filme, die in Deutschland momentan in den Kinos laufen. Da haben wir an Stelle Nummer 5 immer noch Monsieur Claude 2. An Position Nummer 4 auch immer noch Der Fall Collini. An Position Nummer 3 Glam Girls hinreißend verdorben. Ihr seht, es ändert sich absolut gar nichts im Vergleich zu letzter Woche, außer an der Spitze. Auch wenn man da sagen muss, das ist ein sehr, sehr enges Rennen. Und je nachdem, wie das Wetter ist, das ist ja tatsächlich in Deutschland ein wichtiger ausschlaggebender Punkt für die, ja, für die Kinozahlen. Kann sich da auch noch ein bisschen was ändern, aber momentan ist es tatsächlich so, dass Pokémon Meisterdetektiv Pikachu Avengers Endgame abgelöst hat. Und das bedeutet Avengers Endgame an Position Nummer 2. Und die 5 Millionen Besuchermarke ist damit in greifbarer Nähe. Und an Position Nummer 1 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Und mal sehen, wo der noch landet. Und damit bin ich an dieser Stelle durch. Jetzt kommt damit endlich der Film der Woche, nämlich John Wick Kapitel 3 Parabellum. Was der Titel genau bedeutet und wie der Film geworden ist, verrate ich euch wie immer nach dem Trailer. Jonathan, was hast du getan? To dream the impossible dream. Es gibt kein Entkommen für dich. Die Hohe Kammer will deinen Kopf. Sag mir, was du willst. Freies Geleit. Ich kann dir nicht helfen. To reach the unreachable star. Glauben Sie, dass ihm die Flucht gelingt? Auf seinen Kopf sind 14 Millionen Dollar ausgesetzt. Und jeder in der Stadt will etwas davon haben. Die Chancen stehen 50-50. Doc, noch 5 Sekunden. John Wick, Exkommunikation tritt in Kraft in 3, 2, 1. Und das Spiel beginnt. Civi Pacem Parabellum. Das bedeutet auf Lateinisch so viel wie: Wenn du Frieden willst, bereite Krieg vor. Und das ist auch direkt die Antwort auf die Frage, warum John Wick Kapitel 3 Parabellum als Untertitel hat. Hinzu kommt aber auch noch, dass es eine Munitionsart gibt, die Parabellum heißt, wahrscheinlich wiederum zurückzuführen auf dieses Sprichwort. Und damit haben wir direkt in doppelter Ausführung die Titelherkunft geklärt. Genau, so viel dazu. Wer die John Wick-Reihe kennt, der weiß, wir haben es hier mit einer Ein-Mann-Armee gespielt von Keanu Reeves zu tun. Und in Kapitel 2 wurde diese Ein-Mann-Armee zum Abschluss freigegeben. Das ist auch die Ausgangslage, die wir jetzt bei Kapitel 3 haben. Es wurde ein Kopfgeld auf den Auftragskiller John Wick ausgesetzt, der in einem Paralleluniversum, in dem er hier eben unterwegs ist, nun von allen gejagt wird und auf die Hilfe von niemandem bauen kann, weil wer John Wick hilft, der eben, wie gesagt, zum Abschluss freigegeben wurde, der hat ebenfalls zu fürchten, dass er, ja, bestraft wird. Und dieses Excommunicado, was hier am Anfang ausgesprochen wird, zieht sich durch den ganzen Film. Und so haben wir eben den Kampf. Eine Person mit allen möglichen Waffen, auf allen möglichen Vehikeln, zu Pferde, zu Motorrad, zu, ich glaube, Auto kommt nicht drin vor, zu Fuß, was auch immer. Also wirklich so in jeder Form und gejagt ebenfalls auch von allen möglichen Gestalten hier in dieser Welt. Und das ergibt am Ende 130 Minuten überraschend harte Action. Und wer die Entwicklung der John Wick-Reihe schon so in den letzten Teilen mitverfolgt hat, der weiß, okay, wir haben angefangen mit einer FSK 16, wir machen weiter mit einer FSK 18 und als ich John Wick Kapitel 3 nun gesehen habe, war ich mir nicht sicher, ob der Film ungeschnitten eine FSK 18 bekommt, denn unter anderem sieht man hier nicht nur in Nahaufnahme, wie es für Actionfilme ja mittlerweile gewohnt ist, der Schädel eingeschossen wird oder wie hier jemandem mit einem
Buch das Genick gebrochen wird. Wir sehen auch in einem absoluten Close-up, wie John Wick mit einem Messer jemandem das Auge aushöhlt. So viel kann ich mittlerweile sagen. Der Film ist mittlerweile durch die FSK gegangen und hat ungeschnitten tatsächlich eine FSK 18 bekommen. Ich finde es natürlich gut, weil Zensur ist immer scheiße bei gewissen Filmen. Überraschend finde ich es trotzdem. So viel dazu. Und ich weiß gar nicht, ob man so viel mehr einfach noch eigentlich noch zu dem Film sagen sollte, außer dass er wieder sehr, sehr stylisch aussieht, dass er in der Brutalität viel, viel mehr richtig macht als der letzte Teil und auch so ein bisschen als der erste, weil wir haben bei den ersten beiden Filmen, die waren immer sehr, sehr durchchoreografiert und teilweise mit viel CGI-Unterstützung dabei, sodass ein bisschen der Fokus weggegangen ist von diesen Mann-gegen-Mann-Kämpfen zu so technischen Trick aufbauten. Und da ist so ein bisschen das Gefühl für die handgemachte Action verloren gegangen, die jetzt mit dem dritten Teil wieder zurückkommt. Hinzu kommt, die Kamera ist endlich wieder richtig übersichtlich. Wir haben es hier mit mehreren Stunt-Crews, unter anderem aus Plan B, unter anderem aus The Raid zu tun, die hier wirklich in jedem Punkt, jede Szene so unterstützen, wie sie es müssen. Also sie sind nicht im ganzen Film präsent, sondern die einzelnen Crews, die verschiedene Spezialitäten haben und die in verschiedenen Arten der Kampfkunst irgendwie gut sind, werden genauso eingesetzt an den Punkten, wie sie den Film eben unterstützen. Die Optik von John Wick 3 ist wirklich, sie ist so eine konsequente Weiterentwicklung der Reihe. Wir hatten einen sehr, sehr düsteren, aber durchaus, diese Neonfarben, die sich durch dieses Düstere durchziehen. Damit haben wir angefangen in Kapitel 1. In Kapitel 2 ist der Film noch mal düsterer geworden. Gleichzeitig haben sich die Neonfarben aber noch greller dazwischen gemogelt. Und jetzt im dritten Teil, man hat das Gefühl, es ist der düsterste Film von allen und gleichzeitig der farbenfrohste. Das klingt wie ein riesengroßer Widerspruch. Inszenatorisch ist es aber wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau. Dann haben wir die wahnsinnige Abwechslungsreichheit in den Action-Szenen. Das geht von einem Einzelkampf Mann gegen Mann nur mit Hilfe eines Buches in einer Bibliothek los, wo man dann direkt denkt, okay, ja, FSK 16 wird durchaus schwierig. Und dann haben wir eine fantastische Szene in einem Reitstall mitten in der Stadt, wo Pferde einfach zu Waffen umgemodelt werden. Finde ich wahnsinnig beeindruckend. Da steckt eine, im wahrsten Sinne des Wortes, unfassbare Durchschlagskraft hinter diesen Szenen. Dann haben wir Szenen auf einem Motorrad. Wir haben riesengroße Action-Set-Pieces mit Hunden. Wir haben ganz gewöhnliche Schießereien, die sich aber dadurch zu was Nicht-Gewöhnlichem machen, indem man auf so Sachen achtet wie, keine Ahnung, wie ist die Durchschlagskraft der einzelnen Patronen? Also da steckt so viel Detailwissen drin und so viel Liebe zum Detail, dass man wirklich merkt, okay, es geht hier nicht darum, einfach nur einen weiteren Actionfilm zu inszenieren, in dem Keanu Reeves übrigens wieder herausragend glänzen kann, sondern es geht darum, wirklich alles auszuloten, was das Action-Kino, was das Action-Genre bietet. Und das ist mit John Wick Kapitel 3 wirklich gelungen. Man muss durchaus hartgesotten sein, weil es tatsächlich Szenen gibt, und ich habe da jetzt nur die Szene mit dem Auge genannt, die gehen wirklich ans Eingemachte und hat man schon so leichte Horror-Splatter-Elemente drin. Das muss man mögen und da muss man drauf vorbereitet sein. Aber es sieht in einer positiven Weise so verdammt widerlich und echt aus, dass man merkt, okay, das ist nicht einfach nur da, um den Shock-Value zu erhöhen, sondern es ist da, weil die Macher einfach wissen, was sie zu tun haben. Und John Wick Kapitel 3 ist in seinen 130 Minuten, zwischendurch zieht er sich ein bisschen, vor allen Dingen dann, wenn die Action-Szenen gerade nicht da sind. In den Action-Szenen zieht er sich aber zu keiner Sekunde. Was ein ganz, ganz bisschen noch schade ist, ist, dass er eigentlich so seinen Höhepunkt schon relativ früh verfeuert. Wir haben relativ in der Mitte eine Action-Szene mit zwei Hunden, mit Halle Berry an Keanu Reeves Seite. Und die Szene dauert 10, 15 Minuten und da wird wirklich alles abgefeuert, was man im Action-Kino abfeuern kann. Und eben dabei zwei Hunde, wo man sich fragt, warum kam bislang keiner auf die Idee, eine Action-Szene mit Hunden zu inszenieren. Und dann hat man so das Gefühl, okay, das kann der Film nicht mehr toppen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, das ist schade. Weil am Ende
so die Finals, die sind auch toll, die sind auch, sehen auch großartig aus, die finden auch in toller Kulisse statt. Aber das wiederum hat man alles schon mal in Kapitel 2 gesehen. Also man sieht, wenn man Kapitel 2 gesehen hat, dann sieht man, okay, die Macher wussten ganz genau, was in Kapitel 2 gut ankam und deshalb machen sie es hier in Kapitel 3 nochmal ein bisschen größer, nochmal ein bisschen lauter und nochmal ein bisschen, ja, spektakulärer. Aber das ist nicht schlimm, denn wer das alles mochte, der ist mit Kapitel 3 von John Wick wirklich hervorragend bedient. Der beste Teil der Reihe, der Teil, wo man den Eindruck hat, okay, die Leute haben sich die Kritik zu Herzen genommen. Der Film ist übersichtlich, der Film sieht geil aus, der Film ist abwechslungsreich inszeniert, die Choreografien sind hervorragend, der Film, ja, sieht toll aus, habe ich glaube ich schon gesagt. Keanu Reeves ist eine Wucht. Und deshalb bisher definitiv, was das Action-Kino angeht, ohnehin der beste Film in diesem Jahr, was deutsche Kino-Releases angeht. Und auch so generell, was das Mainstream-Kino angeht, glaube ich, eine wahnsinnige Bereicherung, weil ich nicht gedacht hätte, dass ein solch harter, derber Film ja erscheinen kann, wenn man weiß, dass diese Reihe gut ankommt. Der Film erscheint ja jetzt nicht irgendwie auf Netflix, ist ja jetzt kein The Night Comes For Us oder kein The Raid, die ein eher kleines Publikum bedienen, sondern John Wick gehört ja zu einem großen Franchise. Und wenn man sieht, dass dieses Franchise tatsächlich jetzt um einen so harten neuen Beitrag ergänzt wird, dann ist das, glaube ich, eine hervorragende Ausgangslage für ja alle weiteren generell Actionfilme für ein großes Publikum, denn die Filme sind ja wirklich, die John Wick-Filme sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich. Und so viel kann man sagen, es wird weitere Teile geben. Und obwohl ich mir durchaus erhofft hatte, allein der Konsequenz wegen, dass mit Parabellum Schluss ist, nach dem Teil bin ich wirklich sehr froh, wenn es einen vierten gibt. Und damit genug der Lobhudelei. Ich glaube, ihr könnt euch, man kann erahnen, was ich gleich an die Position Nummer 1 setze in meinem Wochenranking. Und John Wick Kapitel 3, Parabellum, Pflichtprogramm im Kino. Und damit bin ich an dieser Stelle durch. Das waren zwar nicht viele Kinostarts diese Woche, aber sie waren auf jeden Fall abwechslungsreich und ein Kandidat hat sich ganz nach oben gesetzt, an die, was mein Ranking angeht diese Woche. Denn wie immer kommt hier an dieser Stelle meine Auflistung der Filme, die ich mir diese Woche oder wie ich sie mir in der Reihenfolge diese Woche angucken würde. Natürlich John Wick Kapitel 3 Parabellum, ich sag den Titel so gerne, auf Platz 1, auf Platz 2 Jonathan und auf Platz 3 Aladdin, den man meiner Meinung nach wirklich nicht sehen muss. Und damit bin ich durch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß im Kino.